Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sparkassen und Volksbanken sind zentral für kundennahe und kostengünstige Bankdienstleistungen und das Rückgrat einer stabilen Unternehmensfinanzierung. Denn die Sparkassen sind auf das Gemeinwohl und das Regionalitätsprinzip ausgerichtet. Und wir als Linke sagen, die Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind nicht nur wichtige Säulen im deutschen Bankensystem, sie sollten aus unserer Sicht die einzige Säule sein. Es war eine der wichtigsten Lehren aus der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, dass Deutschland diese Krise im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern deshalb so schnell überwunden hat, weil es eben nicht zu einer dramatischen Kreditklemme kam und weil eben die Volksbanken und die Sparkassen einen sehr hohen Anteil am deutschen Bankgeschäft haben. Und hier liegt genau das große Versäumnis von CDU, CSU, die sich ja heute als Retter der kleinen und mittleren Banken in Europa aufspielen. Das Problem war doch, dass sie 2009, als die Bilanzen und das Image der Großbanken in Trümmern lagen, als die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hunderte Milliarden Euro für die Zockerei der Großbanken bezahlen mussten, da hätten sie doch die politischen Mehrheiten in Europa organisieren müssen, um einen Finanzsektor nach dem Vorbild der Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu organisieren. Aber damals hat man das nicht getan. Damals hätte man natürlich die Großbanken zerschlagen müssen. Man hätte sie verstaatlichen müssen und man hätte hochriskante Finanzprodukte verbieten müssen, die uns damals da reingeritten haben. Too big to fail ist ein Problem, weil damit Großbanken die Macht haben, ganze Staaten zu erpressen. Und das Mindeste wäre doch gewesen, damals die Sparkassen und Genossenschaftsbanken samt ihrer Institutssicherung zu einem mindestens gleichrangigen und wünschenswerten Banktypus in Europa zu machen. Stattdessen haben Sie daran mitgewirkt, die heutige EU-Finanzmarktregulierung noch mehr auf die profitorientierten Großbanken zuzuschneidern. Und deshalb sich heute als die große Retterin der Sparkassen und Genossenschaftsbanken gegen die böse EU-Kommission aufzuspielen, ist schon etwas scheinheilig, muss man sagen. Wobei man auch deutlich machen muss, dass der letzte SPD-Finanzminister Olaf Scholz, dem lag jetzt nur die Warburg Bank irgendwie auch mehr am Herzen als die örtliche Sparkasse, meine Damen und Herren. Grundsätzlich ist eine gemeinsame europäische Einlagensicherung sinnvoll und notwendig. Und wir brauchen natürlich auch einheitliche Abwicklungsregelungen. Das ist eine der Folgen der Finanzmarktkrise. Die brauchen wir. Und dabei müssen wir die bestehenden wirkungsvollen Institutssicherungen der Sparkassen und Volksbanken erhalten. Die dürfen nämlich nicht zu Rückversicherungen für Spekulationsgeschäfte der Großbanken gemacht werden. Und deshalb, wer die Banken retten will, der muss sich dafür einsetzen. Der sollte sich auch dafür einsetzen, dass flächendeckend Bankfilialen, Sparkassenfilialen erhalten bleiben, wie zum Beispiel in Brandenburg, wo gerade 30 geschlossen werden sollen. Auch das ist der Kampf um die Rettung der Sparkassen.